ja schlecht fliegen, die packt ihr, tut sie einen Lockenwickler, hängt sie an eure Badehose und ruft mit dem Handy die Presse an. Bis sie nach 20 Minuten kommen, hängt der Schwarm wo? An der Badehose. Ich bin so abschütteln. Eine Schwärme tun ja nichts, also da könnt ihr tatsächlich euch antrauen, die sind ja voll gefressen, wenn man da vorsichtig ist, passiert tatsächlich nichts. Aber an sich, so ein Schwarmabgang ist echt was Beeindruckendes. Was bleibt denn? Der Schwarm ist jetzt weg und was bleibt durch zu Hause? Es bleiben alle Brutzellen, fast alle Futtervorräte, es bleiben die Hälfte der Bienen und Königin, in welchem Zustand? In der Zelle, genau. Wenn der Schwarm abgeht, wenn die ersten Zellen verdeckelt werden, vergehen also jetzt 7, 8 Tage, 3, 5, 8, dann schlüpft die erste Königin. Deckelchen aufgeknuspert, haben wir vorhin gesehen, die rennt los und macht was? Die Junge? Sie sucht die anderen. Weiber halt. Sie sucht die anderen. Ding will nicht mehr. Und da ist eine Zelle, da ist eine Zelle, da ist eine Zelle. Sie rennt hin im Stockdunklen und findet die und versucht die zu killen. Wie findet sie die? Sie tütet und das hört man, wenn es